Einen wunderschönen Donnerstagabend oder Donnerstagnacht oder keine Ahnung was. Leute, nach 2 Wochen Pause, ich bin wieder live jetzt auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung. Kommt gerne vorbei, wir hören uns die neuesten Songs an. Alben werden wir erst Freitag mit anfangen, also wenn ihr da drauf Bock habt, kommt gerne morgen oder heute. Keine Ahnung, wann auch immer ihr das Video guckt, kommt einfach vorbei. So, Freunde, nachdem wir vor 3 Wochen den Song mit Bachi gehört haben, Big Bad Wolf, verdammt, Big Bad Wolf, haben wir heute die neue Single von Contra K, Asphalt und Tennissocken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sah auf Instagram schon extrem lustig aus. Das Rudel ist anscheinend schon im Chat am Start auf jeden Fall. Ja. Alter, das ist doch nicht normal, ne? The Crates, Grüße auf jeden Fall. Schon wieder Neil und Alex. Das ist nicht normal, Alter. Gestern noch mit Neil, ich glaube mit Neil geschrieben und er meinte so, ja Alex, dann Donnerstag auch noch unbedingt reinschauen, weil da sind wir dann, ich glaube 4-mal meinte er, sind die vertreten heute. Alter, das ist krank, was die gerade für ein, wie die durchstarten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, krass. Und Contra K selber hat bei der Produktion auch mitgemacht, keine Ahnung, Alter. Mixmaster von Lex Barkey. Jawohl, ich hoffe, dass diesmal muss ich nicht meckern. war nur ein kleiner, Gott, war das cringe, Alter. Okay, End-to-End hat das Video gemacht, zusammen mit Shao Casado, natürlich. Beziehungsweise End-to-End hat VFX und so weiter gemacht. Alter Schwede, da geht wieder die Party ab. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein, 30 Sekunden, let's go. Aber noch dieses geile Russia, Alter. Ich erwarte tatsächlich Asphalt und Tennissocken. Also ich weiß nicht. So, also wenn er mit diesem unterhaltsamen Faktor, dass die alle so alt geschminkt sind, das hat man auf Instagram schon gesehen, wenn die damit oder er damit noch so einen motivationstypischen Song hinkriegt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, es wird Unterhaltung, oder? Ihre schneeweiße Sneaker moonwalken elegant über den Dreck. What? Unschuld im Gesicht durch ihre Augen. Was ist das für ein Beat? Ich hab voll die Retro-Vibes gerade. Augen kalkulieren, was du denkst. Okay, warte mal, ich will auch ein bisschen auf den Text achten hier, ne? Das geht so nicht weiter. Ich lass mich zu sehr von allem anderen immer ablenken. Ihre schneeweiße Sneaker moonwalken elegant über den Dreck. Okay. Unschuld im Gesicht durch ihre Augen kalkulieren, was du denkst. Alle haben Hunger, hier der Kühlschrank ist leer, aber draußen ein Pants. Die Taschen von Designern, voller Monogramme, doch darin ist kein Cent. Hauptsache flexi, wann scheint wie die Sonne, die Rolex gefällt. Ey, ich hör gerade, ach fuck, Alter, es ist wieder so ein Ding, wo man sich echt konzentrieren muss, weil im Video schon wieder so viel passiert, Alter. Das war bei Big Bad Wolf, war das schon für mich. Ey, es war so schwierig für mich zu interpretieren, weil ich einfach von den Bildern, von den ganzen Abläufen und so weiter abgelenkt war. Jetzt muss ich sagen, ich find den Beat hier auch sehr geil, weil das einfach irgendwie gefühlt mal was komplett anderes bei Contra K ist. Es hat so Retro-Vibes, ne? So ein Beat hätte ich, glaube ich, eher bei Apache irgendwie gedacht, ne? Tabakens für den Sommer, manche flippen Packs an den Ecken, so wie Amazon, aber machen Bestzeit im Sprint wegen Polizeikontrollen. Man sieht Asphalt und Tennissocken, daneben Hotpants und Lipsticks, zwischen Treppenhaus und Backbotten, bis hin zu Topfans und Blitzlicht. Es passiert einfach so viel, ich bin so überfordert. Ich muss aber, also eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, vom Sound her gefällt es mir extrem gut. Ich weiß gar nicht, ob dieses Retro-Gefühl so wirklich richtig ist. Es hat so einen schönen, lockeren Sommer-Vibe schon für mich. Na? Nikes und Tennissocken auf Asphalt. Was? Die Straße ist da für dich. Arschhaft, mal wieder knapp und Glas vorbei. Denn die Jungs draußen schlafen nicht. Die Cops patrouillieren an den Ecken. Bruder, glaub mir, wir sagen nichts. Noch der Seawalk hier, oder was? Ja, also ich sag euch ganz ehrlich, ich bin schon wieder überfordert. Das ist schon wieder so ein Ding, das muss man öfter gucken, um einfach auf Text einmal komplett zu achten, aufs Video einmal komplett zu achten, um irgendwie
zu checken, um was es mal wieder geht, Alter. Ey, das gefällt mir richtig gut in letzter Zeit. Wirklich. Also, ja, ich sag mal so, was heißt früher, aber halt vor ein paar Jahren, sag ich mal, war es für mich irgendwie einfacher zu verstehen, um was es geht irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es für mich gerade auch mit den Videos, diese Entwicklung von diesen sehr panoramalastigen, sehr natürlichen Videos hin zu diesen Stories, die erzählt werden, ja. Also, ob jetzt diese Banküberfälle, die, wie gesagt, da konnte man dieses Robin Hood-mäßige noch ganz gut rausinterpretieren, aber jetzt zum Beispiel Big Bad Wolf und so weiter, das ist einfach, das ist so eine Macht, die auf einen zukommt, muss ich einfach sagen, und das ist nicht einfach nur ein Untermalen mit einer wunderschönen Landschafts- oder Tieraufnahme, sondern da passiert was und man muss wirklich, ja, darauf achten, wie das halt miteinander abgestimmt ist. Was hat der Text jetzt eigentlich mit dem Video und so zu tun? Weil auch da ist Shao Casado natürlich ein absolutes Genie bei. Und da muss ich sagen, Respekt, weil ich bin nicht mehr bei dem Punkt, dass ich bei einmal hören, wie es bei einer Reaction einfach ist, ne, direkt irgendwie auf alles achten kann. Und da muss ich echt sagen, krass, das ist crazy. Der Typ kommt mir bekannt vor. Hat der bei Joko und Klaas zufällig mal mitgemacht, der rechts? Ich glaube, ich irgendwie. Ja. Weiß, warum bei mir immer Stress ist, Stress doch alles bestens. Das meine ich mit diesem leichten Sommervibe, ne? Es hat so ein. Ja, also es gab ja mal so eine Zeit, wo es sehr viele so Whistle-Songs und Flöten-Beats und so weiter gab. Das, oder ne, Flöten gab es eigentlich bis jetzt, aber es gab mal so eine Zeit, wo auch gepfiffen wurde, ne? Whistle-Song von Flowrider und so weiter. Was so direkt so ein Vibe klar gemacht hat, ne? Und das habe ich hier auch. Und jetzt mit diesem Drop, sag ich mal, ohne Rap, finde ich halt noch mehr. Ne? Kids hängen lieber vor den Tags an den Wänden irgendwo in einem Plot. Die Felgen glänzen, Scheiben runter und von überall pumpt irgendein Song. Manche ackern hart den ganzen Tag und andere chillen die ganze. Aber fuck, ich weiß einfach nicht, soll ich Augen zumachen und mich nur auf den Text konzentrieren? Oder soll ich Augen aufmachen und irgendwie den Text gefühlt zur Hälfte nicht verstehen, dafür noch das Video auf mich wirken lassen? Ey, das ist so hart. Mann. Überall pumpt irgendein Song. Manche ackern hart den ganzen Tag und andere chillen ihr ganzes Leben umsonst. Der liebe Vaterstaat gibt dir ein Uppercut, wenn seine Steuer nicht pünktlich kommt. Manche werfen Steine bei Nacht in die Schaufenster, andere scheinen in den Scheißautomat. Doch jeder will sein Kontostand nur ein bisschen aufbessern. Und manche graben einen Tunnel in die Bank. Wegen kurzen Röcken fliegen böse Blicke. Hier sind die Fäuste schneller. Wegen kurzen Röcken fliegen böse Blicke. Langsam komme ich so ein bisschen dahinter, Alter, um was es geht. Ganz, ganz langsam. Ein Tunnel in die Bank. Wegen kurzen Röcken fliegen böse Blicke. Hier sind die Fäuste schneller als eure Handschein klicken. Es eskaliert mal, denn wir können stur sein. Aber alles bleibt cool, wenn du cool bleibst. Nikes und Tennissocken auf Asphalt. Die Straße ist nah für dich. Haarscharf, mal wieder knapp am Glas vorbei. Denn die Jungs draußen schlafen nicht. Die Cops patrouillieren an den Ecken. Bruder, glaub mir, wir sagen nichts. Aber ich mag den Vibe vom Song, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Song, den werde ich wahrscheinlich auch wieder öfter hören. Doch, der gefällt mir wirklich gut vom Vibe her. Wirklich. Also textlich, ich dachte gerade, ich wäre bei dem Punkt, dass es so ein bisschen Richtung Vorurteile und so weiter geht und egal was los ist, die Straße ist trotzdem für dich da oder ne, irgendwie so. Ich bin aber wirklich gerade ein bisschen überfragt, weil ich mich doch ein bisschen auch von dem Vibe mitziehen lasse und das ist halt schon nice. Du fragst, warum bei mir immer Stress ist, doch alles bestens. Ah, genau, hat man ja auch noch gesehen, Alter. Digga, ja, es muss Spaß machen, mit den Dingern rumzufahren, ne? Ah, der Rücken, Junge, der Rücken. Ich bleib dabei. Für mich hat es so wirklich Retro-Sommer-Vibes irgendwie, muss ich sagen. Gerade mit dem Bass und ja, die Drums.
Mal was anderes. Mal was anderes. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich absolut gar keine Ahnung habe, wovon ich hier überhaupt reden soll. Und was sagt denn so das Rudel, sag ich mal? Seine anderen Songs sind besser. Dobermann, krasses Album. Was sagen die Leute denn so? Ja, gibt bessere Lieder. Krass, nicht sein bester Song, Props gehen raus auf jeden Fall. Krass, also ich muss gerade sagen, für mich genau das Gegenteil. Also bei den anderen Songs war ich so, ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht eins von den letzten, also das letzte auf jeden Fall, habe ich nicht noch einmal gehört. Auf gar keinen Fall. Also ich würde mich dran erinnern. Deswegen, und ich bin der Meinung, ich finde zumindest für meinen Geschmack, ich mag diese Retro-Vibes. Ich mochte diesen Sommer-Vibe. Das Video hat Spaß gemacht zuzuschauen. Die hatten Spaß, Alter. Ne? Und ich, das ist, also ich kann mich damit, doch, damit konnte ich mich identifizieren, mit dem Vibe. Aber um was ging es textlich? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Fuck. Wir sehen uns im Stream, wenn ihr Bock habt. Kommt gerne vorbei in dem Sinne. Peace.